Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich muss mal die Kamera ein bisschen runtermachen. Heute gibt es mal wieder ein Review. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ihr wisst ja, ich muss immer durch meinen Videos immer hin und her laufen. Ja, okay, wir hören jetzt mal auf mit dem Spaß. Heute gibt es wieder ein Review und zwar zu Gamera gegen Baragon. Ich muss vornherein sagen, ich bin mit wenig Erwartungen rangegangen, da mich ja der erste Teil schon sehr enttäuscht hat. Und Willi hat sogar noch zu mir gesagt, Moment, Willi hat sogar noch zu mir gesagt, yo, vertrau mir, du wirst dankbar für Gamera gegen Barugon sein, das ist der beste Teil der Reihe. Dazu kann ich bisher nur nichts sagen, ob es jetzt der beste Teil der Reihe ist, aber ich kann dazu sagen, dass der Film mir deutlich besser gefallen hat als der erste Teil. Deutlich. Kamera, ich liebe es, dass du scharf stellst. I love that. Aber ich finde diese Krallen, also dieses Blut hier von den Krallen, das ist etwas übertrieben, aber na gut. Worum geht es denn überhaupt in den Film? Ja, es geht ja damit los, mit dem, das ist auch ein Punkt, den ich auf gut aufgeschrieben habe im Übrigen. Und zwar geht es ja damit los, dass genau das passiert, was ich in meinem Rage-Review-Video zu dem ersten Teil eigentlich schon gesagt habe, nämlich Gamera fliegt doch zur Erde zurück, wenn die Rakete explodiert. Ja, es passiert auch, die Rakete wird von, was war das? Die Rakete wird von irgendwas getroffen, geht dann kaputt und Gamera fliegt zurück zur Erde und greift erstmal so einen Staudamm an. Ja, ich hatte halt recht gehabt, das finde ich gut. Ich hab in meiner Review noch gesagt, ey, die Rakete. Wenn die kaputt geht, kommt Gamera eh zurück und es ist passiert. Also, ne, ja. Also, wie gesagt, Gamera kommt zurück. Man hört dann lange Zeit nichts mehr von ihnen und dann kommen drei Leute, oder es sind eigentlich vier. Vier Leute machen einen Deal und sagen, also der eine engagiert zwei Leute plus sein Bruder und sagt, also der eine heißt mal gucken hier. Kawajiri, der andere, Gott, wie hieß denn der andere? Onodera, glaube ich, war das. Und der andere war Kaisuke. Wie ist er Kaisuke? Ich weiß es nicht mehr, wie sein Bruder hieß. Verdammt. Auf jeden Fall weiß ich, dass Kawajiri noch stirbt, aber dazu kommen wir noch. Die sollen nämlich einen Stein finden, der sehr viel Geld wert ist. Also, das heißt, glaube ich, 2 Milliarden Yen soll er wert sein. Ja. Stellt sich allerdings heraus, nachdem sie den gefunden hatten, den Stein. Und Kawajiri dann gestorben ist. Durch einen Skorpion, by the way. Ja. Es stellt sich dann halt wohl oder übel raus, nachdem dieses Ei mit diesen, mit so einer, wie heißt denn diese Rotlichtstrahlung? War das? Rotlicht? Rot. Also einer verletzt sich halt am Knöchel und wird mit so einem Rotlicht bestrahlt. Also so eine Wärmelampe ist das. Und er vergisst die auszumachen. Die Wärmelampe strahlt auf diesen vermeintlichen Stein und das pumpt sich, dass es halt kein Stein ist, sondern ein Ei, woraus dann Barugon schlüpft und erst einmal, ja, Osaka und alles angreift, bis Gamera sich ihnen in den Weg stellt. Gamera wiederum dann vereist wird und ja, er dann erst am Ende des Films wiederkommt. Aber gut, so viel dazu. Kommen wir erstmal zu ein paar Hintergrundinformationen. Erstmal. Entschuldigung dafür. Also, der Film ist von 1966, ist von Jigeo Tanaka. Ja, ist ab 12 Jahren eigentlich freigegeben, aber dadurch, dass diese DVD hier, wie ich das jetzt zumindest sehe, nicht geprüft wurde, hat er automatisch einen FSK ab 18, aber wie gesagt, eigentlich ist er ab 12. Budget hatte der nur 80 Millionen Yen. Einspielergebnis habe ich leider nicht herausfinden können. Die Erstsichtung fand in Deutschland erst 67 statt, also könnte man sagen ein Jahr später. Und der alte deutsche Titel beträgt Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Und der Film würde vielleicht den einen oder anderen sehr bekannt vorkommen. Aus dem einfachen Grunde, weil damals der Film Dragon Wars hieß. Und die Sache ist, ich weiß noch, damals war ich bei Pinkepunk. Das ist ein An- und Verkaufsladen in Lebenstedt. Also in Salzgitter. Und ich weiß noch genau, dass ich rumgescrollt habe. Da war ich aber noch kein Godzilla-Fan. Also rumgescrollt. Da habe ich halt rumgeguckt bei den DVDs. Und da fand ich Dragon Wars und weiß, da war Godzilla drauf und darunter stand Dragon Wars.
Und ich habe noch sogar überlegt, hole ich mir den oder hole ich mir nicht, hole ich mir den nicht. Und ich bin tatsächlich mittlerweile froh, dass ich mir gar nicht gekauft habe, weil sonst hätte ich genau den Film nur geschnitten und wahrscheinlich in einer sehr billigen Fassung gehabt. Ja, so viel dazu. Ja, kommen wir zu dem, was hat mir gefallen. Das Schauspiel in dem Film war relativ okay, war jetzt nicht schlecht. Ich habe den, also teilweise muss ich sagen, ist die schauspielerische Performance besser gewesen als in manchen Godzilla-Filmen. Ja, wie schon gesagt, meine Aussage wird halt bestätigt, dass halt, wenn die Rakete kaputt geht, Gamera zurückkommt. Es passiert auch, wie gesagt, im zweiten Teil, es ist direkt am Anfang so. Und wir haben eine Sache, nämlich Barugon wird von Gamera so verletzt, dass er sogar das Bluten anfängt. Er blutet so ein lilanes Zeug und schon ziemlich hart. Also gegenüber dem ersten Teil ist Gamera gegen Barugon auf jeden Fall ein etwas härterer und ernsterer Film. Im Film selber hat mir die Synchro nicht gefallen, aus dem Grunde, also kann jetzt der Film selber nichts für, aber Gamera heißt hier Barugon und Barugon ist Godzilla. Warum man ihn so genannt hat, keine Ahnung, vor allem Godzilla, vielleicht ist das ja ein Gott im Chillen, ich habe keine Ahnung. Also ich fand das damals bei Ungeheuer aus dem Meer schon extrem störend, wo sie immer Godzilla gesagt haben, also. Ich weiß nicht, was die irgendwie die Sache ist. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, ach, Gamera war doch nicht so berühmt in Deutschland wie Godzilla. Aber Godzilla selber war ja in Deutschland selber nicht so berühmt, weil er ja selber seinen eigenen Titel nicht hatte, sondern auch Frankenstein hieß im DVD jetzt. Wie zum Beispiel Frankensteins Monster Jan Godzilla Sohn oder Frankensteins Ungeheuer aus dem Meer und so ein Scheiß. Also, es macht für mich keinen Sinn. Dann noch eine Sache zur Synchronisation, und zwar ist das hier die. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier steht's: weltweit längste Fassung erstmals in Deutsch. Ja, die haben fehlende Passagen neu synchronisiert und das ist sehr, sehr störend. Ihr müsst euch vorstellen, in einer Szene tun sie gerade darüber diskutieren, was sie gegen Barugon anrichten können. Wie können sie ihn aufhalten? Und genau während der Diskussion verändert sich dann auf einmal die Stimme von dem und von dem und dann ist aber trotzdem die alte wieder zu hören von dem anderen, aber dann ist wieder die, wo ich mich frage, wie, was haben die denn damals da geschnitten, ey? Das ist echt. Dann hätte man ihn irgendwie da ganz neu synchronisieren sollen oder wie Willi das zum Beispiel sagte, diese Passagen dann im Japanisch mit Untertiteln, weil es hört sich, es ist einfach nur meiner Meinung nach störend, wenn der auf einmal seine alte Synchro hat und dann plötzlich die neue und dann wieder komplett die alte und nee, das fand ich überhaupt nicht gut. Dann eine Sache, die auch ein bisschen die ich schade fand, und zwar taucht Gamera in seinem eigenen Film relativ wenig auf. Ja. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also man könnte Gamera aus dem Film rausnehmen und den Film einfach nennen Barugon Frankensteins Drache aus dem Dschungel, irgendwie, keine Ahnung. Und Gamera wäre komplett irrelevant. Ich meine, den Kampf gegen Barugon, den ersten, tut er verlieren. Davor taucht er nicht mal mehr auf. Und ich sag's mal so, die Menschen hätten Barugon genauso besiegen können, wie jetzt Gamera. Zumal ja eigentlich auch. Die Menschen ihn, also Gamera, die Menschen hätten fast Barugon auch besiegen können. So. Haben sie es schlussendlich nicht, weil Gamera braucht ja wieder Filmeinsatz. Aber ich schätze mal, wäre Gamera in den Film nicht vertreten, dann wäre der Barugon genauso gestorben, wie sie das geplant hatten. Nämlich, dass er im Meer ersoffen tut. Wie er auch sowieso schon ersoffen tut, aber durch Godzilla, durch Gamera. Ja, das war es eigentlich schon so gut wie von meiner Review. Der Film kriegt von mir eine 7 von 10 Punkten. Er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin immer noch gespannt, ob das der beste Teil der Showa-Reihe ist. Es ist ja auch der zweite Teil. Den dritten Teil habe ich noch auf DVD. Die anderen Reviews werden dann ohne DVD, also ohne was zum Zeigen da sein. Aber die gibt es auf YouTube, auf Netzkino und da gucke ich mir die an. Da gibt es übrigens jeden Gamera-Film, auch die Hazel-Trilogie ist da vertreten, auch Gamera the Brave. Also wollt ihr euch diese Filme mal anschauen, macht es. Wie gesagt, geht auf Netzkino, guckt euch die Filme an. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gemacht habt, wie ihr zu dem Film steht. Ich persönlich kann sagen, dass Gamera gegen Barugon nach dem enttäuschenden ersten Teil mich auf jeden Fall überraschen konnte und mir auch Spaß gemacht hat. Zumal ich auch sagen muss, dass der Barugon-Schrei, den er hat, mich sehr stark an Donald Duck erinnert, wenn Donald sich mal wieder über irgendwas aufregt. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und ciao.